Hallo und willkommen zum vierten und letzten Teil unserer Nordkap-Tour. Wir, das sind Heike und Rudi und unser 6x6-Sprinter, sind mittlerweile im Bordeaux angekommen. Jetzt liegen noch ca. 3000 Kilometer Rückfahrt vor uns. Diese Bilder sind aus Juli, Hochsommer hier im Norden Norwegens. Dies soll der stärkste Gezeitenstrom der Welt sein. Er erreicht bis zu 40 Stundenkilometer und liegt ca. 10 Kilometer südlich vom Bodø. Zum Angeln ideal. Schwimmen sollte man hier lieber sein lassen. Fischreich ist das hier, ne? Weil das immer hin und her geht. Die Küstenstraße FV17 gilt als schöne Landschaftsroute und geht von Bodø bis Deinkjer, insgesamt 650 Kilometer. Wir wollen nur bis Mo i Rana, denn den anderen Teil sind wir schon 2018 gefahren. So langsam auf dem Weg Richtung Süden. Morgen überqueren wir wieder den Polarkreis und die Mitternachtssonne haben wir jetzt hinter uns gelassen. Heute soll zum ersten Mal die Sonne untergehen. Nachdem wir direkt an der Straße gestanden haben, hatten wir eine sehr ruhige Nacht. Heute wollen wir zum Svartisgletscher. Auf dieser Route kann man ihn besonders gut sehen. Wir sind wieder auf der FV17. Die Route ist nicht so stark befahren, da die meisten Bomos über die E6 Richtung Lofoten fahren. Für diese Strecke braucht man mehr Zeit. Außerdem muss man zweimal die Fähre nutzen bis Mo i Rana. Wir nähern uns dem Svartisgletscher. Unterwegs sehen wir einen Baustofftransport per Helikopter. Viele Gegenden sind hier schwer zu erreichen, denn es gibt hier nicht viele Wege oder Straßen abseits der Hauptrouten. Wir können auch das Tele rausholen.
sehr gut von der Straße oder vom Rastplatz sehen. Wer möchte, kann aber auch eine Schiffstour in die Nähe des Gletschers machen. Bis 2004 reichte der Gletscher wohl noch bis ans Wasser. Mittlerweile liegt die Gletscherkante deutlich höher, durch die Erderwärmung der letzten Jahre. Unsere letzte Fährfahrt in Norwegen, wie immer vor beeindruckender Kulisse. Und wir passieren den Polarkreis. Eine kleine Anspielung auf andere YouTuber. Zwinker-Smiley. Die Heike über den Polarkreis fährt. Wir verlassen die Küste Norwegens. Ab jetzt geht es durchs Inland. Aber zuerst nach Mo i Rana. Wie so oft hier im Norden. Ohne Reservierung ist es schwer, einen Platz im Restaurant zu bekommen. Aber auch diesmal haben wir Glück. Nach einem leckeren Essen geht es noch 30-40 Kilometer ins Inland, wo wir einen ruhigen Platz für die Nacht finden. Geht es nach Schweden. Wir haben uns eine kleine Nebenroute ausgewählt, die FV296 statt der E12 ab Mo i Rana. Das Wetter hier im Nordwesten von Norwegen meint es nicht wirklich gut mit uns. In Schweden soll es aber deutlich besser sein. Das Wetter klart auf. Unsere Route, die FV296, wird in Schweden zum Dikernäsvägen. Wir sind fast alleine unterwegs auf der Strecke und genießen die traumhafte Landschaft. Eine gute Alternative zum Wildmarksvägen, der in der Hauptsaison schon sehr überlaufen ist. Die Strecke ist wirklich traumhaft und wir finden für die Mittagspause einen Platz direkt am Seeufer. Die Straße wird zur leichten Gravel Road. Wir sind begeistert.
Kurz vor Wilhelmina stoßen wir auf die E45. Dort ist auch ein Abbieger zum Wildmarswegen. Wir biegen ab, sind aber enttäuscht. Sehr voll und alle Nachtplätze sind mit Womos belegt. Wir verlassen den Wildmarswegen bei der nächsten Gelegenheit. Und sofort entdecken wir einen ruhigen Nachtplatz für uns alleine. Heute wollen wir etwas Strecke machen und fahren über Nebenstraßen Richtung E45. Dabei stoßen wir am Wegesrand auf ein Kunstwerk. Eine Betonkugel mit Blick auf den Himmel. Wem es gefällt. Straßen sind hier im Nordwesten Schwedens wirklich sehr schön und gut zu fahren. Aber um Strecke zu machen, ist die E45 die bessere Alternative. In Östersund wollen wir Mittagspause machen. Hier laufen gerade die Vorbereitungen für ein großes Musikfestival. Nach weiteren 150 Kilometer wird es für uns Zeit, einen Nachtplatz zu suchen. Bei Ytterhogdal biegen wir ab in die Wälder. Hier finden wir einen sehr schönen Platz mitten im Wald. Hier sollen wir denn hier bleiben? Ja, nicht schlecht, oder? Mitten im Wald geht es über Nebenstraßen zurück zur E45. Dies war unser letzter einsamer Stellplatz. Heute werden wir uns dem Südwesten Schwedens nähern. Zurück auf der E45 nimmt der Verkehr langsam zu. Viele Skandinavier haben eine Leidenschaft für amerikanische Oldtimer. Es fand wohl ein Treffen in Mora statt, daher begegnen uns viele wunderschöne amerikanische Oldtimer unterwegs.
Zur Mittagspause haben wir nochmal Glück und finden einen Stellplatz an einem See. Für uns wird es wieder Zeit, einen Platz für die Nacht zu finden. In der Höhe von Grooms finden wir einen Platz am See. Jedoch sind wir ab jetzt nicht mehr alleine. Es geht wieder weiter. Erstmal Richtung Göteborg und dann über die Öresundbrücke nach Dänemark. Unsere Nordkap-Tour 2022 nähert sich dem Ende. Zeit für ein Resümee. Es hat uns auch diesmal wieder sehr gut gefallen. Für uns war der schönste Teil die Finnmark, besonders die östliche Finnmark. Das Wetter im Norden ist sehr wechselhaft. Besonders im Nordwesten Norwegens sind Regen und Nebel keine Seltenheit. Schweden und Nordostnorwegen waren deutlich sonniger. Es sind auch deutlich mehr Wohnmobile unterwegs als 2018. Wir hoffen, dass es den Skandinaviern nicht irgendwann zu viel wird und sie die Möglichkeit des freien Übernachtens einschränken werden. Daher sollten wir aus Respekt bei den Stellplätzen genügend Abstand zu Häusern und Privatwegen einhalten, damit uns diese Art des Reisens noch lange erhalten bleibt. In Dänemark angekommen, wählen wir einen Stellplatz in der Marina von Kogge. Dies ist der erste bezahlte Stellplatz seit der Hinreise. Für uns geht's weiter. Wir wählen auch wie auf der Hinreise die Route über Fehmarn und wollen dort die Fähre nutzen. In Deutschland angekommen, geht es über Hamburg Richtung Oldenburg. Dort wollen wir übernachten, denn am nächsten Tag haben wir noch einen Termin für Sixfoot. Sixfoot soll in Oldenburg vorbereitet werden für Australien Ende des Jahres, wenn alles klappt. In Oldenburg findet gerade der Kultursommer statt, leider bei Regen, daher nicht so gut besucht. So war ein Gedanke. Das war unsere Nordkap-Tour 2022. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir hoffen, es hat euch gefallen. 2023 planen wir eine neue Reise nach Australien, natürlich mit Sixfoot. Bis dahin bleibt es erstmal ruhig hier auf dem Kanal. Macht es gut, à bientôt, bis dann, ciao.